ganz gewiss heißt es auch, dass ein Land wie Deutschland, das heute 1,2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, und ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, das 3,4% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, sich werden annähern müssen. Die NATO-Staaten, die im Bündnisfall allesamt als Einheit gegen Russland kämpfen würden, verfügen über fast 5-mal so viele Soldaten und 6-mal so viele Flugzeuge. Nur bei den schweren Panzern ist die Überlegenheit nicht derart extrem ausgeprägt. Wozu brauchen wir also noch mehr Flugzeuge und Panzer, wenn wir uns angeblich bloß verteidigen wollen? Plötzlich ist es wieder selbstverständlich, dass deutsche Soldaten an der russischen Grenze stationiert sind. Das muss man sich mal vorstellen, nach dem Krieg, wo Millionen von jungen Leuten das sinnlos das Leben ließen auf beiden Seiten, stehen wir wieder da. Und es hieß doch mal nach dem Krieg, nie wieder. Für Russland stellt der Status der Ukraine eine existenzielle Frage dar. Und die Russen können bei dieser Frage nicht einfach so weggehen und loslassen. Für die USA gilt, wenn Russland sich weiter an die Ukraine hängt, werden wir Russland stoppen. Ein großer Fehler hat sich eigentlich schon Ende letzten Jahres abgespielt. Man hätte im Zusammenhang mit der Ukraine viel, viel früher das EU-Assoziierungsabkommen, über das ja jeder geredet hat, mal erklären sollen. Darin ist nämlich von militärischer Zusammenarbeit die Rede, zum Beispiel von Konvergenz auf diesem Gebiet. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Wir wurden immer wieder betrogen. Entscheidungen wurden hinter unserem Rücken getroffen. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. So war es auch mit der NATO-Osterweiterung und mit der Errichtung von Militäranlagen an unseren Grenzen. Der deutsche Außenminister versichert im Gespräch mit seinem Kollegen Shevardnadze, eine Ausdehnung der NATO nach Osten sei ausgeschlossen. Das gelte ganz generell. Russland zog sich zurück vor 25 Jahren. Der ganze Warschauer Vertrag wurde aufgelöst. Die Panzer, alle Einheiten der Russen zogen sich zu ihren Grenzen zurück. Und seitdem marschiert der Westen als NATO-Bündnis angeblich immer hilferufend von den baltischen Staaten, Polen, Litauen etc. Oh Gott, die alle so Hilfe rufen, dass man das hier hört. Und das nutzt man, um die NATO an die russische Grenze zu bringen. Die Ukraine wäre ja das nächste Ziel gewesen. Das Versprechen der Zusammenarbeit ist schnell vergessen. Auf Betreiben der USA werden die Gespräche mit den Russen eingestellt. Ich habe es für einen grotesken Fehler gehalten. Ich hielt das für eine absolute Eselei. Ganz, ganz falsch. Und ich halte es auch für falsch, dass in der heutigen Lage der NATO-Russland-Rat nicht wirklich tagt. Der NATO-Russland-Rat hat im Georgien-Konflikt nicht stattgefunden. Er hat in der Ukraine-Krise nicht stattgefunden. Das heißt, der Westen muss sich und die Europäer und die Amerikaner und die NATO müssen sich auch selber fragen, haben wir alle Chancen genutzt, Russland so eng als möglich einzubinden. In die NATO und in die Europäische Union. Haben wir? Nein. Wir haben viele Chancen verschlafen. Auszuschließen ist das nicht, dass eine neue Wettrüstungsdebatte entsteht. Die ist natürlich eigentlich das Falscheste, was man tun kann, weil es genau darum geht, den gegenteiligen Prozess auf den Weg zu bringen. Die Hauptbefürchtung der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft sich zu einer einzigartigen Kombination verbinden, die die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern versuchen. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmerem. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Wir werden in diesem Jahr die Führung und Verantwortung in der NATO-Speerspitze übernehmen. Aber mittlerweile sind wir ja laut Frau von Leyen und anderen Wahnsinnigen die Speerspitze sogar. Ne? Ja. Die deutschen Truppen als Speerspitze. Diese Speerspitze wurde zweimal schon so furchtbar umgeknickt von den Russen und so stumpf gemacht, dass man eigentlich sich wundert, dass man noch einen dritten Anlauf gegen den russischen Bären wagt.